Bayonetta. Gates of Hell. Stimmt, wir wollten ja nicht mehr mit der Peach spielen. Herzlich willkommen. $8.500 ist ein bisschen wenig. Ja. No matter how much you ask, I'm not putting a chainsaw on your arm. So what do you want? Der Kettensäge als Handersatz ist nicht. Oh, die würde ich gerne holen, aber die Kosten sind so teuer. Techniken. Gut, viel kann ich nicht holen. Wollen wir mal weitermachen. Wir spielen jetzt übrigens mit der, mit dem normalen Outfit. Sieht in meinen Augen wesentlich besser aus. Brumm, brumm, brumm. Nicht schlecht. Hallo. Okay. Hier weiß ich, was sie tut. Laut. Okay, dann. Fancy bumping into you here. Was für ein Zufall, dich hier zu treffen. Bist wohl gekommen, um mir über deine Vergangenheit zu, in Erfahrung zu bringen, hm? You've quite the familiar face and using the same powers. But you'll have to forgive me. Do we know each other? Do we know each other? Same powers? Don't make me laugh. Your little dip in that lake has left you a bit rusty. Oh. I've been high and dry for 20 years now. The only rust on me is from the lack of any real challenge. Perhaps you're up for the task. You've already disappointed me. Hat sie unser Amulett geklaut? Okay, das war nicht schlecht. Hi Justin, grüß dich. Doch du hast dein Schicksal vergessen und 20 Jahre deines Lebens verschwendet. Sie sieht jetzt nicht unbedingt so alt aus. I do seem to be having trouble remembering things of late. Would you be so kind? Würdest du hier was ausmachen? Nochmal ganz von vorn zu beginnen. Zwei Hüter. Die Augen der Welt. Sie sind die Macht, die hinter allem steht. John, as heir to the clan, the time has come for you to prove your right to fight. Under the Umbra name, you may select opponents of your choice. Then allow me to face the outcast. None! Helene Kiadagat! The child is of impure blood. Challenging her would be a violation of our tenets of faith. Hi, Yuna. Hi, Justin. Grüß euch. It would not be the first time we faced each other. Kiad? Will you face me in this hallowed arena? Well, if I must. But I pray you've got a little something for me in return. You know, I'm very fond of stuffed
animals. Also die haben früher schon gegeneinander gekämpft. Die Frage ist jetzt nur, wer ist dieses Kind? Ist das wirklich Bayonetta? Wenn ich jetzt Syriza angucke, das Spiel... Kann ich auch endlich anvisieren. Au. Au. Alter. Nicht gedacht, dass sie so krass ist. Drück im Sprung L, um den Hexengang abzubrechen, okay? Aua, na komm! Kann ich mich immer so kontern? Wo ist sie hin? Hat uns Gefühl, die ja, natürlich. Wie geht's euch? Alles gut? Das war knapp. Ich habe keine Ahnung, was ich da gerade gemacht habe. Ja, mir geht's soweit ganz gut. Ich kann nicht klagen. Habe heute ein bisschen länger gepennt. Obwohl gar nicht so, weil ich vergessen habe, meinen Wecker auszustellen. Bin aber wieder eingeschlafen. Und ja, Nintendo hatte mir letztens eine Mail geschrieben, wollte ein bisschen Werbung für Bayonetta machen. Was eigentlich interessant ist, weil viel können sie mir ja nicht mehr anbieten. Syriza und the Lost Demon, ja. Okay, das machen die automatisch, warum? Und ansonsten halt so ein Bayonetta Amiibo für Smash Bros. Ultimate, wo ich mir denke, ja, brauche ich aber nicht. Na toll, und ich habe keine Knarre. Jedenfalls sind wir wieder voll am Start. Im Originalen, wenn die jetzt so Haare oder so hat. Ich
wenn die so Angriffe macht, dann verliert die halt theoretisch ihre Kleidung. Und das hat ja Bayonetta mal so besonders gemacht. Und damit hast du dann halt nicht so... Ich will da hin! Oh, das ist gemein. Die Ringe da eingefallen sind, wo ich nicht lang kann. Aber das mit der Gravitation ist ein bisschen interessant. Aber das kannst du auch nur machen, wenn der Mond scheint. Hello. Fuck. Ich dachte, es macht die automatisch. Ja, die musst du halt fangen, aber da kannst du halt auch nicht so viel machen. Hexenzeit. Vielleicht verbessert sich meine Lage, wenn ich etwas Hexenzeit gegen die Wand einsetze. Ja, die Frage ist, wie kriege ich das hin? Ah. So. Also Hexenzeit ist hier sozusagen, ihr wisst ja selbst, Zeitraffer. Kätzchen! Miezekatze! Miau! Sollte ich vielleicht aufheben? Oh, Schmetterling. Aha. Aha. Do you believe in fate? Fate brought us here together. Das Schicksal ist es, das uns zusammengeführt wird. Hat uns auch niemals. Das ist auch niemals. Was? Nie, das ist ein kleiner Charmeur, aber ein Trottel. Den kennen wir ja. Okay, der ist lustig. Fuck. Where'd that fucker go? Where'd that fucker go? Geht natürlich nicht so einfach. Sayonara. Fleur de cire, eau de parfum. Das ist ein Womanizer. Floral bouquet. With its subtle hints of rosemary. You know, in the language of flowers, wusstest du, dass Rosmarin in der Sprache der Blumen für die Erinnerung steht? Which doesn't quite equate to you, now does it? Bayonetta. Will you stop that? That little park on Enzo was a nice town. Seeing you here, I suppose it wasn't the only one. You've certainly bloomed, haven't you, my little Cheshire puss? Mein kleines Katerchen. I'm not your pet. Luca. Interessant. Ah!
can't just run away from me like that. I know what I saw that day. Bist du dir sicher, dass du bei Bayonetta das gesehen hast, was du gesehen hast? Da bin ich mir gar nicht, selbst nicht so sicher. Was eigentlich interessant ist, weil den dritten Teil haben wir ja schon gespielt. Dementsprechend wissen wir ja, was für eine Rolle der hat. I know all about your kind. Sure, my colleagues laugh at me for chasing fairy tales. Märchenreportage. Und nicht nur das. Aber ich weiß, dass sie wahr sind. Ich kenne die Wahrheit. Bist du dir da sicher? Dieser Geruch. Genau derselbe hing in der Luft, als mein Vater umgebracht wurde. Und das heißt, dass ich an deiner Schwelle stehe. Er sieht nicht, gegen wen sie kämpfen, und ich glaube, die Lichtwesen haben seinen Vater gekillt, weil er den Sarg von der Bayonetta gefunden hat. Aber da er das nicht sieht... Na dann. Jawoll, schwing die Keule, Baby. Au. Au, Ratte. Oh, du. Alter. Au. Na, den Folterangriff hebe ich mir. Wo ist der Große hin? Dieser Lümmel. Eieiei. Also er denkt, wir hätten also seinen Vater getötet. Wir als Bayonetta. You only run away so fast because you've got something to run from. Me, but you can't escape me forever. Ich glaube, sie weiß das. Ich bin echt mal gespannt, weil im dritten Teil wissen wir ja, wie die, dass die schon zusammen sind. Irgendwie und ein Kind haben. Sagen wir mal ganz ehrlich. Also wenn jemand keine Spoiler will, dann soll er auch keine Let's Plays oder Streams dazu gucken. Dementsprechend finde ich es halt ein bisschen interessant. Und also mich würde es mal interessieren, wie die zusammengekommen sind, ne?
Also die zieht immer weniger an, wenn sie Dingsbums, wenn die Angriffe aufgeladen werden, was gar nicht mal so schlecht ist. Wir können zwei Waffensets nehmen, aber da wir ja sowieso nur eine Waffe haben, hält sich da sowieso in Grenzen. Wir müssen wahrscheinlich... Okay, das war lustig. Au! Yo! Diese Füße. Hermes, der Götterbote! Enchant Angels, Third Spear. Okay. Au! Einfach schlecht. Kann man mal machen. Gut, ich muss aber erstmal wieder irgendwie reinkommen. Au. Alter, macht das Feuerschaden. So, jetzt muss ich mal gucken, ob ich irgendwo was herstellen kann. So, Objekte. Dafür brauche ich 10. Aber nicht so schön. Kann ich aber irgendwas herstellen, was Gelbes. Ich weiß nur nicht, was das Gelbe ist. So, wunderbar. Okay. Muss ich mal gucken, wie weit wir kommen, weil ich bin aktuell echt schlecht. Wir spielen auf normal, nicht auf hart oder so. Man könnte natürlich auf leicht stellen, aber... Das brauchte ich jetzt nicht zwingend. Okay, das Rote war Zauber. Verstehe. Ich mal hier gucken, da oben ist noch ein Buch. So, müssen wir mal gucken, Objekte. Okay, verstehe. Ich habe keine Ahnung, was der Rote macht, wenn der Lila eine Dingsbums gibt. Lass ich mal ganz kurz was überlegen. Vielleicht stehe ich ja irgendwo. Sehe ich ja irgendwas. Rot ist, glaube ich, Momentum. Aber ich habe eigentlich nichts. Ich verstehe es nicht. Keine Ahnung. Na komm, komm, komm. Hau doch nicht gleich ab, du Lümmel.
Oh nein. Oh nein. Die sind alle so hässlich. Und ich habe so wenig Energie. Au. Wow, wow. Ah, fuck, 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 fuck. Ich bin so im Arsch. Bin einfach scheiße. Aber das wisst ihr ja. Diese Fratzen, die die immer zieht, die sind doch echt nicht mehr normal. Also, das ganze Spiel ist ein reiner Fanservice. Muss ich das jetzt nur... Nicht los, du Lümmel! Ich weiß nur nicht, wie man die Waffen wechselt, weil er hat mir doch eigentlich schon ein paar Guns gegeben. Aber... Ups. Kann ich nicht überspringen. Komm, du großer Lümmel! Also netter versohlt blanke Fußsohlen. Ja, hat er wahrscheinlich gedacht, doch was anderes. Au. Au. So. Ins Ruhmkarton. Hallo. Nam, 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 nam. Der Controller ist irgendwie, ist zwar der Pro-Controller, aber der scheint nicht schnell genug zu sein. Oder es liegt an der Switch. Da bin ich nicht so ganz sicher. Eine goldene LP. Und ein Küsschen. Das bricht auch jede Barriere. Mondscheinsonate. Das klingt interessant. Jetzt habe ich aber ein Problem. Wir sind... am Arsch. Nein. So. Bauen. So. Setzen wir mal ein, einfach aus dem Aspekt her, weil ich es brauche.
Ich hoffe, ich kann nochmal zu Rodin. Das wäre ganz cool. Weil dort könnte ich theoretisch ja nochmal ein wenig Sachen einkaufen. Auch wenn es traurig klingt, dass ich bei dem Spiel, was ich eigentlich schon mal sehr gut gespielt habe, so verkacke. Das Tor ist versiegelt. Es wurde schon vor langer Zeit nicht mehr benutzt. So, treten wir mal ein. Oh, kann ich mir irgendwo die Steuerung angucken? Warum schuftest du dich zu Tode? Mir ist sowieso langweilig. Das ist die Mondscheinsonate, die wir eben gefunden haben. Das ist interessant. Finde ich gut. An sich keine schlechten Musikstücke. Kann ich das irgendwie skippen? Nein, wir wollen es natürlich sehen. Ich meine, komm schon. Wozu machen wir ein Let's Play von Bayonetta? Ich finde es ja krass, dass sie das Peach und das Daisy-Kostüm da so extrem mit reingebracht haben. Aber bei aller Liebe, bei der Farbenpracht, finde ich das Samus-Kostüm einfach nicht passend. Holy shit! Viel Spaß damit! Ishikatana Chujumo Suraba. Gut, muss ich das noch kaufen? Nein, muss ich nicht. Gegenstände. Klingt jetzt doof, aber... Nur eine pro Kunde. Was macht Rot? Energiestelle gibt dem Nutzer vorübergehend Angriffskraft. Stimmt. Magische Barriere und Zauber. Rotglühender Schuss ist klar. Das ist hier mal hier so ein Ding. Und das erhöht meine maximale Lebenskraft. Gut. Techniken. Ja, ich habe jetzt natürlich alles wieder verballert. Aber wir sind gut davon gekommen. Da ist ein schwarzes Kätzchen. Miau, miau. Das gefällt mir. Ich will immer noch wissen, wie man diese scheiß Waffen wechselt. Ach stimmt, diese Dinge gibt es ja auch noch. Dieses Ding macht die ungefähr... Au. Au. Verbarrikadiert, diese Halunken. Okay, das hat jetzt irgendwas getriggert. Zerbrochene Mondperle, ein Stück einer Mondperle. Hast du zwei davon gesammelt, wird deine maximale Lebenskraft erhöht. Okay, das ist ziemlich cool. Ja, die will ich als Schusswaffe haben. Kann ich das irgendwie machen? Das geht bestimmt. So, hier. Die Waffen.
Nee, das ist nur Bam Bam. Ich liebe dieses Schwert, habe ich euch das schon mal gesagt? Ah, jetzt weiß ich's. Und zwar... Fuck. Ah, das wird interessant. Dafür brauche ich das. Ich verstehe, das ist gar nicht so ein... Okay, 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 okay. Macht das das automatisch? Das wäre ganz interessant zu wissen. Warum bin ich zu blöd dafür? Ich werde alt. Ich werde alt. Vielleicht liegt aber auch daran, dass ich zu weit weg vom Rechner sitze. Beziehungsweise vom Bildschirm. Na, muss ich irgendwann mal umbauen. Vielleicht hol ich mir dann auch. Vielleicht hole ich mir dann noch mal ein paar größere Monitore. 24 Zoll ist guter Standard, aber ein bisschen. Vielleicht ein wenig. Ja gut, so kann man auch eine Kirche betreten. Gibt aber bestimmt wieder einen riesigen Bosskampf. Ich hoffe, euch gefällt das Spiel. Was macht denn ein Kind hier? Bei der Größe hätte man das vielleicht erahnen können. Besonders hübsch bist du ja auch nicht angezogen. Wer ist die Kleine? Holy Mamoli. Hallo Drache. Ob der so gut aussieht? Ich weiß es nicht. Die Augen der Welt, die beiden Hüter. Was einst in den Händen der Hexen lag, soll nun unser sein. Das ist ein hässlicher Drache. Aber sieht cool aus. Also der Kampf. Au. Ich wollte nach links ausweichen, du Eule! Das macht ihr mal willkürlich. Will zwar nichts sagen, aber warum hat er zwei Köpfe? Ich meine, ich mag die übertriebenen Sequenzen bei Bayonetta durchaus, aber
Au. Ich hab doch Y get... Fuck. Alter, ich bin zweimal gestorben. Das darfst du auch keinem zeigen. Oh, Quick Time Events. Böser Drache. Mach Sitz. Was mit dem Körper? Diese Punktzahl sind einfach nur schwach. Stadt des Déjà-vu. Das ist durchaus richtig. Du hast eine Steinauszeichnung. Oh nein. Ich meine, wir können hier Geld sammeln, aber... Einfach nein, okay. Ich hätte auch die Schüsse, glaube ich, einsetzen können. Ich hinterfrage es einfach nicht. Aber dieses Figürchen ist toll. Verbrannte Erde. Wollen wir es mal mit dem Samus-Kostüm probieren? Ich meine, Prinzessin Peach, nein. Nein. Ich meine, es ist das ein und dasselbe Kostüm, nur in einer anderen Farbe. Link. Na, ich weiß nicht. Wollen wir es mal machen? Machen wir mal kurz auf dem Klo, dann könnt ihr euch ja mal entscheiden, ob wir als Samus rumlaufen wollen. Oder ob wir das Original als Bayonetta machen wollen. So. Schreibt der Justin also Metroid-Skin? Diese Halunke. Hast du mich etwa aus meinem himmlischen Schlaf geweckt, um mich meiner Welt des Lichts entrissen, um mich in diese Welt des Chaos zu zitieren?
Die Schande der dunklen Welt steht über dir. Dennoch hast du mit der Dunkelheit paktiert, um im Gegenzug die Kräfte einer Hexe zu erhalten. Smartalk mit dem Drachen kann man mal machen. Wenn ich wirklich dein Kind bin, muss ich ja ein ziemliches Hexenscheusal sein. Dein Gesicht könnte nur eine Mutter lieben. Und es ist eins, das ich niemals vergessen könnte. Wenn ich nur wüsste, woher ich es kenne. Nun denn, ich bitte um Verzeihung. Was? Wenn du nicht mein Erweckter bist, dann... Kein Grund zum Streit? Was ist überhaupt nicht zu bestimmen? Meine infernalischen Kompagnons sind von meiner Fähigkeit, deine Art auszulöschen, ganz hin und weg. Wenn ich dich als Opfer darbringe, geben sie wenigstens eine Weile Ruhe. Dieser feige Lappen. Lass sie brennen! Jetzt sieht man nicht mehr so viel Haut von Bayonetta. Das ist ein bisschen schade. Ich meine, komm schon. Warum spielen wir das Spiel sonst? Sag mal, wie kann ich die denn sonst platt machen? Big Slave? Böser Junge. Okay, das war lustig. Au. Ja, so ein bisschen an der Stange tanzen kann man mal machen. Ich finde den Metro-Skin so ultra hässlich. Und ich bin scheiße. Okay. Frage ist, wo muss ich jetzt lang? Au. Muss ich hier lang? Nee, ne? Au! Au, au, au! Vollidioten. Als wenn ich wo die Lava hin will, aber... Yo.
Seconds fair. Fairness. Ja, genau. Fairness. Ist klar. Das ist unfair, weil er alleine ist. Au. Wenn ich Damage kriege, verliere ich all meinen Zauber. Das ist echt übel. Das ist nicht so cool. Aber eine halbe LP. Hier hinten war noch eine Truhe. Fantasie im Morphium. Aber es läuft relativ flüssig, ne? Imagine, es ist die Switch. Also. Und es sieht besser aus als Pokémon. Traurigerweise. Kam ich nicht von hier? Hier brauche ich wahrscheinlich wieder die Hexenzeit. Gut, dann halt nicht. Sind nicht ein bisschen zu warm? Ja, kann man mal machen. Hat er gerade den Kopf verloren? Nee, noch nicht. Warum hast du das nicht von Anfang an gemacht? Achso, da schien ja der Mond nicht. War doch schon fast tot. Das war ungeschickt. Au. Na toll. Ich hab doch Y gedrückt. Och, Kacke. Die Hexenjagd ist vorbei. Mach's gut. Punktzahl. War schön mit uns. Oh mein Gott. Ja, wir kennen's doch. Naja, ist ein älteres Spiel, also von daher. Dann kriegen wir ein paar Punkte, wenn wir es richtig machen.
Das. Ah, wieder so zwei. Das sind keine Runde. Au! Das Rad war echt übel. Alter, dieser Knödel, ey. Ich dachte schon, jetzt kommt Samus, um uns zu helfen, aber das ist ja... ja. Ja, auch Metall kann sexy sein. Haben wir gerade mit Kugeln uns einen Tunnel durch Lava geschossen? Wir haben uns gerade mit Kugeln einen Tunnel durch einen Lavafluss geschossen und sind da durchgesprungen. Ich meine, ich will zwar jetzt nicht sagen, es ist ein bisschen übertrieben, aber... Jetzt komisch, dass die heißen Dinger, dass wir da nicht viel machen können. Weil immer, wenn ich da mit irgendwas Nahkampfmäßigem rangehe, dann wird die halt abgeblockt. Das ist halt alles nicht so geil. Au. Finde ich komisch. Und ich renne auch in jeden scheiß Lava-Dingsbums rein, ey. Seit wann bin ich so schlecht in diesen Spielen geworden? Als ich das erste Mal das Spiel auf YouTube gestreamt habe, war es nicht ganz so schlimm. Da lief das eigentlich ganz gut. Naja, man wird halt älter, ne? Muss auf jeden Fall nochmal was zu Dingsbums holen hier. Was zum Heilen. Ein paar Lollis. Eigentlich schon krass, dass ich so viel Geld in Heilungssachen stecken muss, dass ich mir keine ordentlichen Waffen holen kann.
ticket to space. Always wanted to be a bald space marine. What can I do for you anyways? Zubehör. Sergeys Liebe. Das sind aber 100.000, ne? Waffen. 69.000. Kann ich mir wenigstens eine Technik holen? Drücke ZR. Warte mal. ZR ist das hier. In der Luft. Ah, diese unterschiedlichen Steuerungselemente gehen mir halt ultra auf den Sack. Es ist einfach immer nervig. Von der PlayStation zur Xbox, zur Nintendo Wii, Switch, Entschuldigung. Ach, meine Güte, immer ein anderer Knopf. Könnte sich nicht einmal einigen. A, B, X, Y. Linker Button, rechter Button. Und dann die Trigger. Ein uraltes Gebilde, das einem Tor ähnelt. In den Katakomben darunter finden sich möglicherweise noch mehr Nachweise. Ja, kann ich aber jetzt aktuell auch nichts machen. Es erinnert mich so ein bisschen an Dark Souls. Unten ist nichts als Lava. Ja, ist natürlich doof, ne? Den Samus-Anzug jetzt auch nicht so geil. Licht strömt aus dem Tor. Da ist anscheinend eine... Oh, ist das schön hier. Mehr oder weniger. Karten des Lichts. Da gibt es wahrscheinlich wieder irgendwas. Oh, und ich weiß genau, was wir machen müssen. Denn nur mit der Hexenzeit können wir auf Wasser laufen. Das ist schon mal ganz gut. Ich finde es halt immer lustig, wie sie den Hebel bedient. Das Raumzeitkontinuum, das tun wir einfach mal herumdrehen, denn wir haben jetzt die Macht eines schwarzen Lochs. Scheinbar kann diese Sanduhr den Lauf der Zeit umkehren. Was einst N2 wird, wird nun wieder ganz. Ich frage mich, ob die Kraft auch in anderen Dimensionen wirkt. Yay, ein Stück zerbrochenes Hexenherz. Eine Arcade-Kugel. Kack ich doch sowieso. Das war's. Gut, man kann hier bestimmt noch ein bisschen die Umgebung genießen. Kommt der auch irgendwann so weit runter, dass ich da hinspringen kann? Nee, ne? Nee, ne? Schick, schick. Ich weiß gar nicht, wann Bayonetta rausgekommen ist. Bin schon wieder falsch gelaufen. Och. Dum di dum di dum 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 dum.
Hab ich gar nicht gesehen. Hab ich euch Zufall aus dem Augenwinkel entdeckt? Blutdrehen Umbras Plattensammler. Wer hat sein Achievement freigeschaltet? So, lass mich mal überlegen. Wenn ich das jetzt hier benutze. Aha. Reparum. Glaube ich, heißt das. Ja. Ich kenne mich ein bisschen besser mit Metroid aus. Mit Harry Schwanz und Fatzenpotter. Okay, das war lustig. Der Panther-Tritt. Der war wirklich lustig. Gibt kein Zurück mehr. Au. Au. Bin ich am Rennen? Nee, ne? Mond, yay! Mit der Macht des Mondes. Ob Sailor Moon eine Inspiration für dieses Spiel war? Ja, die Steine sind jetzt nicht unbedingt eine Herausforderung. Vielleicht muss ich auch einfach erstmal wieder wach werden. Ey, bei klarem Himmel muss ja echt... Aus den Löchern fließt heiße Lava. Die Katakomben sind mittlerweile zerstört. So, ja. Zurück wollte ich ja nicht gehen. Hast du 4 davon gesammelt, wird deine maximale Lebensenergie erhöht. Aber eigentlich müsste ich doch... 3 von 4. Okay, verstehe. Nee, das passt. Das passt. Ich dachte, ich könnte hier einen großen machen, aber warte mal. Kann ich doch, oder? Nee, dafür brauche ich doch. Thank you.
Gut. Ja, die Menüsteuerung hier ist nicht ganz so extrem. Die finde ich auch ein bisschen weird und komisch. Aber naja, ich bin mal auf Bayonetta 2 gespannt. Da haben sie ihr kurze Haare gegeben. Das ist natürlich die Änderung schlechthin. Oh, verdammt. Warum verkacke ich denn immer den Shit? Ich weiß immer noch nicht so ganz, was ich mit den Ambra-Drehen machen kann, soll, darf, will. Aber eine Sache hole ich mir noch mal ein Glas. Ich kann nur ständig aus der Flasche zu sippeln. So, ich bin mal gespannt, wie viele Stunden wir brauchen. Eigentlich sollte Bayonetta 1 nicht so lange dauern. Aber wer weiß das schon. War das mit dem Mikrofon? Das mit dem Mikrofon nervt so ab, Leute. Das könnt ihr euch echt nicht vorstellen. Deswegen will ich mir ein gutes Headset holen. Ja, ich hab gut Punkte. Rotglühender Schuss, Megalutscher. Ne, den Rest tausche ich. Gut, auf jeden Fall muss ich mich bei dem Spiel entspannen. Wir haben unendlich Zeit. Die einzige Begrenzung hier sind die Schüsse, also dementsprechend langsam ist präzise, präzise ist schnell und nur dann schießen, wenn du auch wirklich triffst. Dann hast du nicht so viel Patzer. Gut. Ist schon mal gut zu wissen. Bin die